Gefällt's Ihnen? Sieht's gut aus? Ich habe mir lange überlegt, ob ich das wirklich mache. Mich auf der Bühne outen. Aber ich kann es ja nicht länger verleugnen. Freunde von mir wissen schon länger. Für meine Frau war es natürlich ein Schock. Aber es ist eben so. Letztes Jahr, mit 44 Jahren, habe ich es herausgefunden. Ich brauche eine Brille. Ich habe mich ja lange dagegen gewehrt. Ich bin ein Mann, ich gehe zum Arzt nur, wenn ich getragen werde. Aber dann war ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz. Sie hat im Sand gespielt. Ich habe mit den anderen Müttern geschakert, so von Mami zu Mami. Und irgendwann bin ich zu ihr hin und sage, komm, wir gehen ein Eis essen. War es das falsche Kind? Und ich habe es nicht bemerkt, bis die Kleine gerufen hat, ich darf nicht mit fremden Opas mitgehen. Ich wollte mir erst Kontaktlinsen kaufen, aber die muss man auch noch selber einsetzen. Ich habe die Feinmotorik eines Erdrutsches. Ich war schon im Kindergarten vom Basteln befreit. Das wollte sich keine Kindergärtnerin mit ansehen. Pädagogik hat ja auch immer was mit Hoffnung zu tun. Die anderen Kinder haben einen Stern gefaltet. Bei mir war es ein Meteorit. Und jedes Jahr dieses Drama, wenn wir ein Muttertagsgeschenk basteln sollten. Diese Geschenke sind ja dazu da, sich bei Mama zu bedanken. Meines sah immer aus wie ein Vorwurf. Ich habe mit dem Optiker eine Stunde lang geübt, dann hatte ich Augen wie ein Bernardiner. Und er meinte, wir haben auch Brillen, Herr Tretter. Wollen Sie mal probieren? Und dann hat er mir tatsächlich die Hand geführt, weil er Angst hatte, ich steche mir ins Auge. Aber ich fühle mich immer noch nicht richtig wohl damit. Ich will auf keinen Fall aussehen wie ein Intellektueller. Und das passiert ja heute ganz schnell. Ein Fremdwort zu viel und man ist der Geistesschnösel. Früher hat man versucht, sein Unwissen zu kaschieren. Heute versteckt man seine Bildung. Wer Adorno zitiert, gilt als abgehobenes Arschloch. Aber wenn man sagt, Adorno, Sie meinen den neuen Fünftürer von VW, dann ist man im Gespräch. Also, ich habe Lenka gefragt, meine Frau, findest du, die Brille verändert mich? Was hast du denn immer mit deiner Brille? Das ist ein Einschnitt im Leben eines Mannes. Sigmund Freud, die Augen sind ein Symbol für den Phallus. Wenn die nachlassen und man braucht eine Brille, das ist wie Viagra im Gesicht. Aha, also wenn du sie aufsetzt, kriegst du einen steifen Nappen. Ich bin jetzt sehbehindert, Lenka, mit 1,5 Dioptrien. Wenn ich dich anschaue, habe ich 12 Dioptrien. So unscharf bist du, wenn du so rumjammerst. Ich jammere nicht, stimmt. Das ist die Steigerung von Jammern, das ist Trettern. Das fängt bei dir ja schon morgens im Bad an, da wird schon rumgetrettert. Ich habe einen Kater, mir ist schwindlig, ich bin verschleimt, mein Zahnfleisch blutet. Oh Gott, mein Kreuz, die Augen sind wieder ganz verklebt. Ich habe da was, kannst du mal gucken, vielleicht ist es Hodenkrebs. Aua, das Aftershave brennt, die Haare sehen scheiße aus. Warum macht die Friseuse nie, was ich will? Ich bin so fett, was soll ich anziehen? Ich esse zu viel, ich trinke zu viel, ich rauche zu viel. In der Hose habe ich einen furchtbaren Arsch. Findest du mich eigentlich noch sexy? Und dann sag ich ja und dann glaubst du mir nicht. Das war schamlos übertrieben. Das war ein Tag, an dem es dir gut geht. Da kommt eben meine weibliche Seite durch. Was soll das denn bitte sein? Findest du nicht, dass ich manchmal auch ganz feminin und weich bin? Das ist nicht feminin, das ist Übergewicht. Das sagst du als Frau. Nein, das sage ich als Mensch. Frau sein ist biologisch eine Auszeichnung, aber sozial ein Handicap. Wir sind unterdrückte Übermenschen. Leihst du mir deinen Lippenstift? Der macht dich auch nicht weiblicher. Aus einem Twingo wird kein Porsche, nur weil man ihn rot anmalt. Und die Wimperntusche? Am Ende erzählst du mir, du willst jetzt auch noch singen. Woher weißt du das? Ach bitte, Matthias. Es gibt nur eines, was du besser kannst als singen. Ich weiß. Basteln. Was ist mit uns Männern los?
Wir schminken uns nicht, dafür schneiden wir uns mehrfach wöchentlich mit einer Gillette-Sense über die Gesichtshaut. Bei Frauen nennt man sowas Ritzen. Und das reicht uns nicht. Wir hauen uns danach auch noch konzentrierten Alkohol drauf. Und zwar wirklich hauen. Wenn eine Frau das regelmäßig macht, kommt sie in Behandlung. Also nicht, dass sich Frauen nicht auch rasieren würden. Es rasieren sich ja heute alle. Und zwar überall. In Köln, in Garmisch-Partenkirchen. Haare sind eklig, weil sie uns daran erinnern, wir stammen vom Affen ab und nicht vom iPhone. Die Benutzeroberfläche muss glatt sein. Deshalb werden sie weggewaxt, bis alle aussehen wie Neunjährige. Ich gehe nicht mehr in die Sauna, weil ich mir dort immer vorkomme wie ein Päderast. Vor allem ohne Brille. Haare sind sekundäre Geschlechtsmerkmale. Ich weiß oft gar nicht mehr, was mir da gegenüber sitzt. Dann schaue ich genauer hin, um es zu erkennen. Da gibt es jedes Mal Ärger. Genderfluid nennt man das bei den Soziologen. Wenn das Geschlecht verschwimmt. Ich nenne es Kurzsichtigkeit. Mir ist das erste Mal aufgefallen, als wir uns den Christopher Street Day angesehen haben. Da hat sich ja auch was verändert. Niemand regt sich mehr drüber auf, wenn halbnackte Transen durch die Straßen marodieren. Keiner will mehr Spießer sein. Alle sind nur noch tolerante Elektromobilitäts-Inklusions-Windkraft-Veganer. Und ich finde das zum Kotzen. Ich will meinen deutschen Spießer wieder haben, der genauso aussieht und so riecht wie der Schwartenmagen, den er frühstückt. Wenn man heute Spießer haben will, dann muss man zu den Ausländern gehen. Die können sich noch aufregen. Bei den Türken ist es sogar ein eigener Job. Das gibt es in jedem Imbiss. Den Griller, den Hobler und den Spießer. Wir sehen uns den Christopher Street Day jedes Jahr an. Von der Wohnung aus, bei meinem alten Freund Ansgar. Ich treffe mich mit Ansgar jetzt regelmäßig zum Windowing. Sein neuer Retro-Trend aus Duisburg, dem deutschen Detroit. Windowing ist die perfekte Mischung aus Chilling und Cocooning, aber ohne Littering. Oder wie es ein Pop-Theoretiker formuliert hat, analoges Chatten am Interface zwischen privatem und öffentlichem Raum. Die Älteren werden sich noch daran erinnern. Es gab mal eine Zeit, als Rentner und vor allem Rentnerinnen den entscheidenden Teil ihres Lebensabends damit verbrachten, täglich mehrere Stunden im Erdgeschoss eines städtischen Mietshauses, er im Unterhemd, sie im sogenannten Kittel, die Pockenimpfungsnarbe ins Oberarmkollagen gestanzt wie ein drittes Auge, mit einem Daunenkissen unter den arthritischen Ellbogen, den nachlassenden Bizeps als blasses Bindegewebsrisotto auf dem Frottee-Bezug verteilt, auf dem Fenstersims mehr zu hospitalisieren als zu lümmeln und in einer Art urbanem Denunziationsbuddhismus dem Tod entgegenzutratschen. In Berlin hat man früher gesagt, nichts zu saufen, nichts zu ficken, aber aus dem Fenster kicken. Und es ist großartig. Wir haben uns extra Doppelripp-Unterhemden gekauft. Und ein Daunenkissen. Andere verblöden vor dem Bildschirm, wir vor der Realität. Nicht mehr www, World Wide Web, sondern ddd, Doppelripp-Daunenkissen-Dosenbier. Und Ansgar wohnt gegenüber von einem Späti. Einem Spätkauf, muss ich hier vielleicht erklären, in Leipzig, wo ich lebe, ist das ein Laden, in dem man auch außerhalb der normalen Ladenöffnungszeiten einkaufen kann. Also in Nordrhein-Westfalen würde man sagen, ein Kiosk, in Frankfurt ein Wasserhäuschen, in Bayern Amazon. Und die Kunden von Spätis nennt man Sprittis. Die stehen dort immer davor, verkosten ihren Einkauf. Manche sitzen auf einem Poller, es wird auch gelegen. Und direkt gegenüber im Fenster hängen wir. Und alle Passanten müssen da zwischendurch. Man läuft mitten durch den Riss in der Gesellschaft. Rechts das sogenannte Volk, laut aber kaum noch in der Lage, sich zu artikulieren. Und auf der anderen Seite eine arrogante Minderheit,
irgendwie links in ihrer daunengefederten Komfortzone, aus der sie auf alles herabschauen. In dem Fall die Intellektuellen. Leute wie Ansgar, 46, promovierter Philosoph, hat jetzt gerade auch wieder einen Job an der Uni gekriegt, als Hausmeister. Beziehungsweise, wie man heute sagt, Caretaker. Seine Zeitarbeitsfirma hat ihn tatsächlich zurück an die Universität geschickt. Er nennt es eine Junior-Professur. Und beim letzten Christopher Street Day bin ich so bei ihm angekommen. Sag mal, Matthias, ich wollte ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber bist du jetzt schwul? Hättest du was dagegen? Na, wenn du mich so fragst, ja, natürlich. Wieso natürlich? Weil ich dann immer einfach so entspannt mit dir hier rumhängen könnte. In einem Fenster, ganz nah und auch noch auf dem Kissen. Hättest du Angst, dich anzustecken? Nein, ich hätte Angst, dass du mich dann nur noch auf mein Äußeres reduzierst. So bin ich Freund, dann wäre ich Sexualobjekt. Ich wüsste ja gar nicht, was ich anziehen soll, damit ich dich nicht auch noch heiß mache. Also Schwule denken immer nur ans Vögeln. Schwule nicht, aber du. Was? Na komm, wenn ich mir allein deine Programme anschaue. Die sind doch eine einzige meandernde Sublimation eines monströsen Sexualtriebs. Im letzten hast du sogar erzählt, wie groß dein Dostojewski ist. Das war selbstironisch. Ja, aber du warst der Einzige, der die Ironie kapiert hat. An der Oberfläche redest du immer über Politik, aber was drunter liegt, ist pure Dauergeilheit. Von welchem Politkabarett? Polibito-Kabarett, das machst du. Und jetzt auch noch schwul. Ich bin nicht schwul. Ich bin nur genervt von diesem dualen System. Null oder eins, Frau oder Mann, so plötzlich nur Computer. Also für mich war das duale System immer Restmüll oder gelber Sack. Facebook bietet 60 verschiedene Geschlechtsidentitäten an. Man kann sich jeden Tag für was Neues entscheiden. Und was bist du heute? Crossdressender Cisgender. Genau so siehst du aus. Warum läufst du eigentlich nicht bei denen mit? Weil mir deine Gesellschaft wichtiger ist. Finger weg! Was hast denn du für ein Geschlecht, Ansgar? Keine Ahnung, aber es ist definitiv größer als deins. Sag mal, kennst du eigentlich noch richtige Spießer? Klar, die Identitären, das sind die Spießer in der Popomoderne. Popomoderne? Postmoderne. Auf Deutsch, alles ist scheißegal. Und da sind auch wieder ganz viele Junge mit dabei. Also Nachwuchsspießer. Ja, ich nenne sie Schaschliks. Aber ich dachte, die Identitären gibt es nur in Frankreich. Aber seit Dilo Sarrazin auch bei uns. Die Identitären sagen, jeder hat nur eine einzige Identität. Also du schaust morgens in den Spiegel und wenn du abends wiederkommst, 38 Jahre später, siehst du immer noch das gleiche Desaster. Die nennen sich Bio-Deutsche. Na, wahrscheinlich sind sie aus Freilandhaltung. Und die sind auch immer beleidigt. Also eigentlich Bio-beleidigt. Wenn man sie Rassisten nennt zum Beispiel. Da heulen die rum, wir sind Ethnopluralisten. So nennen sich Rassisten, wenn ein Unternehmensberater da war. Ja, durch das Marketing hat ja fast nichts mehr noch einen normalen Namen. Und ich möchte jetzt gar nicht mit Friseurgeschäften anfangen. Hairport. Vier Haareszeiten. Hanarchie. Oder mein ganz persönlicher Liebling für einen Herrensalon. Hartriarchat. Slogan, auch Hengste haben Ponys. 8. Sie mal drauf, meine Damen und Herren. Bettenhändler verkaufen heute keine Betten mehr, sondern Schlafsysteme. Sauerkraut heißt jetzt, habe ich kürzlich in Berlin gesehen, German Kimchi. Man geht nicht an den Schreibtisch, nein, ich habe heute Homeoffice. Und Leute, die Homeoffice haben, trinken auch kein Bier, sondern einen Hopfensmoothie. Über dem Blumenladen bei uns um die Ecke prangt ein großes Schild: Werkstatt für florale Objekte. Und vor dem letzten Valentinstag bin ich reingegangen und habe gesagt: Gott zum Große, Frau De Floristin.
Ich benötige zum Ehrentag des heiligen Valentinus von Terni ein asymmetrisches Objekt aus rosa Sarazena und Gerbera Gossypina, tangential gefasst in Chlorophyllellipsen von Tifa Latifolia. Hätten Sie einen Mechaniker da, der mir das schreinern könnte? Und ich hab's gekriegt. Ja, allein. Allein des Namens wegen würde ich gerne ein Bordell eröffnen. Institut für humane Penetrationshydraulik. Und Rassisten nennen sich Ethnopluralisten. Da haben sie einen gewagten Namen ausgesucht. Ein Kompositum aus gleich zwei Fremdwörtern. Griechischer und römischer Wortstamm. Also auch noch Rassenmischung. Und das bei ihrer Klientel. Also ich bin mir nicht sicher, ob Ronny aus Döbeln mit den Definitionen von Ethnie und Pluralismus schon Kameradschaft getrunken hat. Sagen Sie zudem mal, er ist Ethnopluralist. Du dumme Sau, ich bin Deutscher. Mit dem Gesindel habe ich nichts zu schaffen. Ich persönlich finde ja das politisch inkorrekte Vokabular viel schöner als das gesittete. Wir müssen es den Rassisten und Sexisten wegnehmen. Die Schwulen haben das erfolgreich gemacht. Früher war das ein Schimpfwort. Noch vor 50 Jahren hätte kein Homosexueller von sich gesagt, ich bin schwul. Damals hieß das, ich bin Priester. Ja, dann. Aber dann haben sie sich ständig selber schwul genannt und jetzt ist es keine Beleidigung mehr. Ich habe einen sehr guten französischen Freund, der nennt mich grundsätzlich Cascapointe, Pickelhaube. Und ich sage zu ihm nur Froschfresser. Und wir lieben uns wie Schwuchteln. Und davon brauchen wir mehr. Wir müssen irgendwann ganz selbstverständlich erzählen, ich war am Wochenende auf einer Party im Asylantenheim. Am Anfang gab's fantastisches Fidschi-Essen, zum Nachtisch Mohrenkopftorte. Dann ist einer von den Ölaugen ans DJ-Pult, hat super Negermusik aufgelegt. Die Schlampen alle auf die Tanzfläche. Ich stand mit so einer Tucke und einem Zigeuner an der Theke. Der hat dem Popo-Schlumpf gerade erzählt, dass er seit Jahren eine Ossitrulla über den Rettich zieht. Aber in der Beziehung ist gerade Polen offen, weil sie was mit einem Bimbo hatte. Dann hat er derart angefangen, Runden zu schmeißen. Die Theken-Bitch ist überhaupt nicht hinterhergekommen. Und ich bin morgens um 5 voll wie eine schwangere Russin noch zum Mullah-Grill, hab mir einen Döner geholt und bin zu Hause original mit dem Gesicht in der Kanackenschnitte eingeschlafen. Wenn wir alle so reden, gibt's bald keine Beleidigungen mehr. Dass die Linken das noch nicht kapiert haben. Je mehr Political Correctness, desto größer ist die Anzahl an Schimpfwörtern. Die normalsten Begriffe sind plötzlich diskriminierend. Greis zum Beispiel soll man nicht mehr sagen. Stattdessen Senior. Wer sagt denn bitte Senior im Singular für einen einzelnen Vertreter des Geriats? Opa, Methusalem, Graukappe, Komposti, das sind die Wörter. Und wo hört das auf? Irgendwann ist auch der Kreisverkehr nicht mehr erlaubt. Das heißt dann Seniorenkopulation. Du bist so versaut, Matthias. Aber das war doch nur ein Beispiel. Aber ein beispielhaftes Beispiel für deine beispiellose Beischlafbesessenheit. Du hast doch Tourette. Tretter, das ist die Kurzform von Tourette. Also gut, daneben ein anderes Wort. Dein Job zum Beispiel. Du heißt doch auch nicht mehr Hausmeister, sondern Caretaker. Ich bin ja auch kein Hausmeister. Was machst du denn so als Caretaker? Naja, hauptsächlich Facility Management. Eher strategisch oder eher operativ? Intuitiv. Vor allem in den Bereichen Cleanse and Repair Governance und Hygienic Administration. Also Putzfrau. Naja, Chef von den Putzfrauen. Ich mache für die den Schreibkram. Spricht ja keine Putzfrau mehr Deutsch. Was haben die für einen Schreibkram? Füllst du ihnen die Stundenzettel aus? Nein, ich schreibe denen die Asylanträge. Und dafür wirst du bezahlt? Naja, eher in Naturalien. Von den Putzfrauen? Du willst mir doch nicht erzählen, dass du dich von denen filieren lässt. Was?
Oralverkehr. Du bist so versaut, Matthias. Oralverkehr, Quatsch. Ich wüsste gar nicht, wie das geht mit der Burka. Nein, was ich von denen kriege, ist eher oral verzehr, du verstehst? Ich sag dir, das ist eine super Truppe. Drei Syrerinnen, eine Afghanerin, eine Irakerin und ein Sudanese. Der ist auch schwul, so wie du. Weißt du, wie ich die morgens immer begrüße? So Mädels, machen wir heute mal wieder ethnische Säuberung. Ich sag dir, wir haben einen Spaß. Wenn nur die scheiß Studenten nicht wären. Mit denen hast du doch gar nichts zu tun. Von wegen. Was sind die drei schlimmsten Sanitärseuchen? Noroviren, Legionellen, Studenten. Bis vor 2 Jahren warst du selber noch Student. Aber ich war nicht einmal auf dem Uniklo. Weil du nie an der Uni warst. Was machst du sonst so in dem Job? So also ein bisschen Gartenarbeit. Du baust was an? Nein, ich muss ab und zu gießen. Und kleinere Reparaturen. Du? Na, ich mal, nur weil ich Philosophie studiert habe, heißt das noch lange nicht, dass ich keinen Nagel einschlagen kann. Nietzsche hat sich der Philosoph mit dem Hammer genannt. Der Maul hat in seinem ganzen Leben kein Werkzeug in der Hand gehabt. Der Philosoph mit dem Hammer, das bin ich. Du bist eher der Philosoph mit dem Dübel. Glaubst du, Nietzsche hat auch gekifft? Na ja, er hat den Turinen Droschkengaul umarmt. Das klingt eher wie LSD. Aber das gab's doch damals noch gar nicht. Aber Koks. Koks war ganz neu. Ist 1859 isoliert worden. In Göttingen. Ich war mal dort. Da brauchst du Stimmungsaufheller. Andere Sachen. Es war früher in Rostock. Aber das ist Quatsch. Ich kenne die Ossis. Die koksen nicht, die saufen. Und die Italiener meinen, sie hätten es erfunden, 1858. Aber wenn du mich fragst, das war Parmesan. Sag mal, hast du die Wikipedia-Seite über Kokain auswendig gelernt? Nein, ich habe sie geschrieben. Man muss sich doch auskennen mit dem Produkt, das man verkauft. Weißt du, was die im 19. Jahrhundert gemacht haben? Die haben mit Kokain Morphiumsucht behandelt. Herrliche Zeiten. Stell dir das mal vor, du gehst zum Doktor und sagst, ich habe ein Alkoholproblem. Und dann meint der, kein Thema, ich verschreibe Ihnen erstmal hochdosiertes Cannabis. Dann würde ich sagen, eine Win-Win-Situation. Willst du eigentlich irgendwann mal mit dem Drogendealen aufhören? Genau darüber wollte ich mit dir reden. Ich habe eine Exit-Strategie. Ich gehe in die Politik. Ich muss raus aus der Illegalität. Wo ist denn da der Unterschied? Gibt es die Piraten überhaupt noch? Ach, die Piraten. Bei denen habe ich doch früher nur mitgemacht. Jetzt will ich Kanzler werden. Stimmt, regieren kann ja heute jeder Depp. Genau. Donald Trump und Emmanuel Macron haben es vorgemacht. Man kann entweder ohne Hirn oder ohne Partei Präsident werden. Aber Macron hat ein Hirn und Trump eine Partei. Du Blödmann. Ich bitte dich, Matthias, wenn der Trump das kann. Ich habe einen Doktor in Philosophie. Ich habe wahrscheinlich den dreifachen IQ. Also 50 Punkte zu viel für eine Partei. Außerdem hat Macron en marche. Und ich marschiere jetzt auch. Ich gründe selber eine. Und zwar eine populistische. Das geht heute ratzfatz. Ich sag dir, ich mache einen Handstandüberschlag über die 5%-Hürde. Und was mit der AfD? Keine Konkurrenz. Meine Partei ist rechts von der AfD. Und links von den Grünen. Aber links von den Grünen ist die Merkel und rechts von der AfD der Seehofer. Wann soll es denn losgehen? Wenn ich die Zusage aus Moskau hab. Aha. Wofür? Wahlkampfhilfe. Die zahlen ja viel besser. Und vor allem sofort.
In Deutschland kriegst du Wahlkampfkostenerstattung. 83 Cent pro abgegebener Stimme. Das heißt, man bekommt das Geld, mit dem man Stimmen werben soll, nachdem man die Stimmen geworben hat. Also du begehst Selbstmord und kriegst dann Antidepressiva. Und was musst du für die Rubel tun? Ich? Nichts. Was es für einen ordentlichen Populismus eben so braucht. Gehe ich in die Globalisierung, gehe ich in die NATO, gehe ich in den Finanzmarkt, gehe ich in die Medien, aber vor allem gehe ich in die Elite und für das Volk. Und was mit den Ausländern? Nix, wir machen einen Populismus von links. Ich dachte, ihr seid rechts von der AfD. Ja, beim Finanzmarkt. Aber bei den Ausländern sind wir links von den Grünen. Und gleichzeitig radikal gegen den Islam. Aber richtig. Was heißt denn bitte richtig? Richtig heißt nicht nur radikal islamophob, sondern auch zutiefst antichristlich und absolut judenskeptisch. Wir wollen eine säkularisierte Republik, gegen die die DDR ein Gottesstaat war. Für die Atheisten gibt es nämlich noch keine Partei. Ja, weil man damit keine Wahlen gewinnt. Was glaubst du, wo die CDU wäre, wenn sie das C abgeben würde? Bei der Wahrheit? Und das ist doch ein Widerspruch in sich, ein Atheist, der ein Kreuz macht. Die Atheisten sind ein riesiges Wählerpotenzial, Matthias. Das werden ja immer mehr. So viele treten aus der Kirche aus. Und dann stehen sie da, in ihrer transzendentalen Obdachlosigkeit. Und dann kommen wir und holen sie in die warme Gemeinschaft der Gottlosen. Wie bist du da drauf gekommen, die warme Gemeinschaft der Gottlosen? Freilich. Atheisten sind die nettesten Menschen, weil sie nicht nett sein müssen, so wie die Christen. Wenn ein Christ nett zu dir ist, weißt du nie, macht er das wegen dir oder wegen dem da oben? Und eine warme Gemeinschaft, das wäre doch auch was für dich. Wie soll die Partei denn heißen? Partei ohne Partei. Wir machen Politik, aber ohne Parteiengedue. Abgekürzt BOP. Du meinst Pop? Das sag ich doch, Pop. Ansgar, meinst du nicht, dass für einen Franken ein anderer Name vielleicht ratsamer wäre? Wieso? Partei ohne Partei, Pop, das ist perfekt. Wir positionieren uns mit einem polarisierenden Programm. Praktisch ein progressiver Populismus. Partizipativ, promiskuitiv, proeuropäisch. Primäre Perspektive, die Probleme postparlamentarischer Parteienpolitik. Ich sag dir, das wird ein Pompenprojekt. Aber das ist Pop. Alle können alles machen. US-Präsident werden oder internationale Bestseller-Autorin mit einem Buch über den Darm. Wir leben im Zeitalter des Amateurs. Angefangen hat das mit den Castingshows. Menschen mit Fähigkeiten, mit denen sie schon am Hausgebrauch scheitern, sollen damit Stars werden. Sie kennen das, wenn eine unter der Dusche gerne singt und ein familiäres Umfeld hat, das taub vor Liebe ist. Dann wird ganz schnell der Wasserhahn abgetreten, dann heißt es die neue Mariah Carey. Manja Doreen, du musst auf eine Bühne. Aber Castingshows gab es bislang nur in bestimmten Bereichen. Nicht mal bei RTL wäre einer auf die Idee gekommen, hey, das ist ein begnadeter Pilot, nur weil jemand mehrfach von der Schule geflogen ist. Aber jetzt sitzt im mächtigsten Amt der Welt ein Amateur. Donald Trump hatte vorher nie ein politisches Amt. Und genau deshalb haben die Leute ihn gewählt. Aus Hass auf die Profis. Was soll das? Der hat den wahrscheinlich verantwortungsreichsten Posten dieses Planeten. Beim Herzchirurgen wollen die Leute doch auch keinen Amateur. Ich finde, Trump-Wähler sollten vor ihrer Herzoperation in einen Raum geführt werden. Und dann heißt es so, wir haben hier 5 Kandidaten. 3 sind im ersten Semester Humanmedizin, einer bei den Veterinären und eine Innenarchitektin. Wer soll ihr Operateur sein?
Und weil der Anästhesist im eigentlichen Beruf Klempner ist, wachen Sie dann während der Operation auf und dann sehen Sie vor sich einen blutigen Anfänger. Matthias, ich wollte dich fragen, ob du bei unserem Gründungsparteitag auftreten kannst. Du weißt doch, ich spiele nicht für Parteien. Du bist schon ein paar Mal für die SPD aufgetreten. Ja, in Bayern, da gilt die SPD nicht als Partei. Das war Benefiz, ich mache das ja auch für andere Behindertenverbände. Du hast unsere Gründungsmitglieder noch nicht gesehen. Aber warum ich? Wir brauchen noch jemanden aus der Kreativwirtschaft. Ja, dann frag doch jemanden. Ja, du bist doch Kreativer. Wie bitte? Ja, etwa nicht. Ich bin Künstler, das ist das Gegenteil von einem Kreativen. Kreative sind Leute, die Werbeslogans schreiben oder Websites designen oder Logos entwerfen. Man sollte sie eigentlich Kreaturen nennen. Ein Künstler verhält sich zu einem Kreativen wie ein Diamant zu einem Brikett. Beide sind aus Kohlenstoff, aber das ist auch die einzige Gemeinsamkeit. Kreative sind Sklaven des Zwecks, wir sind die Priester der Mittel. Ein Kreativer kann in der Kunst eigentlich nur als Material dienen. Man hat als Künstler zum Beispiel eine Badewanne und sagt sich, nein, ich beschmiere sie mal nicht mit Fett, sondern ich lege einen Kreativen rein, um sie ein bisschen abstoßender zu machen. Die Kreativwirtschaft ist die willenloseste Hure der Kulturindustrie. Eine Branche, die noch unter der des Finanzkapitalisten steht, weil sie in seinem Dienst so tut, als würde sie Schönheit erschaffen. Wenn du das nicht zurücknimmst, sind wir geschiedene Leute. Leck mich am Arsch, Matthias, ist das aus deinem neuen Programm? Es wäre super, wenn du das bei uns bringen könntest. Das war ja geradezu Kunst. Außerdem bist du der Einzige, den ich kenne, der so ein bisschen einen Namen hat. Was heißt denn jetzt auch noch ein bisschen? Also versteh mich nicht falsch, aber du bist ja jetzt auch nicht so richtig berühmt, so wie der Xavier Naidoo oder so. Aber für euch reicht. Uns ist der Anspruch wichtiger als die Popularität. Ich dachte, ich bin so versaut. Genau das meine ich. Komm, das wird dir gefallen. Kennst du die Paulskirche? Ja, natürlich kenne ich die Paulskirche. Es gibt keinen besseren Ort für eine Parteigründung. Du hast die Paulskirche gemietet? Na, wenn schon, denn schon. Wie hast du die gekriegt? Ich kenne da einen in der Verwaltung, dem habe ich früher immer Gras verkauft. Großabnehmer, 20 Gramm die Woche. Na ja, Beamte halt. Es wäre super, wenn du da was für uns machen könntest. Wann wäre das denn? Das kannst du dir aussuchen. Man muss schauen, wann ich mal wieder in Frankfurt bin. Wieso Frankfurt? Paulskirche? Ist doch in Frankfurt, oder? In Frankfurt oder? Nein, in Frankfurt am Main. Also unsere Paulskirche ist in Laugenstadt an der Gollach. Es geht doch nur um den Namen. Wenn bei Wikipedia drinsteht, die Regierungspartei Bob wurde 2017 in der Paulskirche, weiter liest doch heute keiner mehr. Ja. Ja, aber na, natürlich habe ich mich überreden lassen. Ich kann nie Nein sagen. Ich bin einfach zu feige. Das Höchste, was ich an Negation herausbekomme, ist, schauen wir mal. Wenn ich sage, schauen wir mal, dann meine ich damit nur über meine Leiche. Aber mein Gegenüber versteht, lieber heute als morgen. Das ist diese elende Harmlosigkeit. Ich bin so harmlos, ich wurde schon von Autisten gemobbt. Die haben sich von mir provoziert gefühlt. Ich kann auch durch keinen Bahnhof gehen, ohne angebettelt zu werden. Es gibt Bahnhöfe, da fährt gar kein Zug mehr, aber wenn ich da bin, kommt ein Bettler. Am extremsten ist es in Frankfurt. Ich stand da schon 20 Minuten auf dem Bahnsteig. Am Anfang habe ich einem Junkie was gegeben, also Geld. Und der kam nach einer Viertelstunde wieder. Die anderen geben ihm nichts, ob er noch mal was haben kann. Mir ist ja auch egal, was die Leute mit dem Geld machen.
Ich verstehe das nicht, wenn jemand sagt, ich gebe nichts, die kaufen sich davon ja nur Alkohol. Was soll das? Wenn ich es behalte, kaufe ich mir davon Alkohol. Und ich gebe auch gerne. Das ist für mich ein subversiver Akt. Das ist das Einzige, womit der Markt nicht umgehen kann. Radikales Schenken. Am besten ohne Anlass, ohne Zweck und ohne Nutzen. Klauen, das wird einkalkuliert. Aber schenken. Wenn Sie mal richtig für Chaos sorgen wollen, bringen Sie heimlich Waren in den Supermarkt. Ich mache das. Ich gehe ab und zu bei einem Rewe-Markt einkaufen und stelle das Gekaufte dann bei einem anderen Rewe ins Regal. Und ich habe Freunde angestiftet, das auch zu tun. Das über einen längeren Zeitraum, das ist besser als jeder Kaufhausanschlag. Spätestens bei der dritten Inventur explodiert der Buchhalter. Und ich habe Ansgar das Geschenk gemacht. Ich bin zu seinem Gründungsparteitag hingefahren. Ich habe moderiert. Aber ich bin zumindest nicht Vorsitzender geworden. Sie hatten mich aufgestellt. Umso gespannter war ich auf die Rede des neu gewählten Vorsitzenden. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, zunächst will ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für meine sensationelle Wahl zum Vorsitzenden. 9 von 11 abgegebenen Stimmen. Damit bin ich bei der Prozentzahl noch über Absinth. Ich will euch, liebe Freunde, eine kleine Geschichte erzählen, wie es zu dieser Parteigründung gekommen ist. Noch kein Vierteljahr ist es her, da saß ich mit meinem alten Freund Matthias Dretter, saß ich beim Windowing, also wir haben aus dem Fenster geklotzt, und dann sagte er plötzlich zu mir, Ansgar, Deutschland braucht einen Emmanuel Macron. Und wer soll es machen, wenn nicht du? Habe ich natürlich sofort gesagt, das ist so. Ich will diesem Staat auch etwas zurückgeben. Wo sonst hätte ich 38 Semester studieren können? Deutschland hat sich um mich gekümmert, jetzt kümmere ich mich um Deutschland. Deshalb muss ich auch gleich auf das wichtigste Wahlkampfthema eingehen, unsere Sicherheit. Da müssen wir, liebe Freunde, das Kind eben auch mal beim Namen nennen. Das Problem bei der Sicherheit in Deutschland ist und bleibt der Islam. Und zwar der radikale, wiedergemäßigte und der kaum vorhandene. Genauso wie das Juden und natürlich das Christentum. Wie viele Gewalttaten zum Beispiel haben wir in Deutschland jährlich mit christlichem Hintergrund? Es heißt dann eben nur nicht Anschlag, sondern Ehe. Die Ehe fordert jedes Jahr die 27-fache Anzahl an Opfern wie der Terrorismus. Trotzdem ist sie weiterhin erlaubt und wird auch noch steuerlich bevorteilt. Und da sage ich, es muss Schluss sein mit dieser staatlichen Subventionierung der häuslichen Massaker. Religion, liebe Freunde, ist nichts als Quantität. Wenn ein Einzelner erzählt, er glaubt an Typen, die übers Wasser laufen, Brot vermehren und Tote auferwecken, dann kommt er in die Klapsmühle. Wenn es 1 Milliarde erzählt, soll man dafür auch noch Steuern bezahlen. Karl Marx meinte, ihr wisst es alle, Religion ist Opium fürs Volk. Und da sage ich, ein frommer Wunsch. Wenn die Pfaffen Rauschgift verteilen würden, wären ja alle glücklich. Man geht in die Kirche, in die Synagoge, in die Moschee, haut sich auf den Teppich und holt sich sein Tütchen. Stellt euch das einmal vor, liebe Freunde, Freitagsgebet. Alle beugen sich nach vorne und dann... Ende des Terrorismus. Das beste Mittel, liebe Freunde, gegen den Terror ist der Atheismus.
kein Selbstmordattentäter hat sich jemals auf seinen Unglauben berufen. Im Namen des Atheismus, liebe Freunde, ist noch nie ein Krieg geführt worden. Noch nie ein Pogrom verübt. Noch nie eine Frau verbrannt. Noch nie ein Kondom verboten. Noch nie ein Ministrant belästigt. Und noch nie ein Vollidiot zum US-Präsidenten gewählt worden. 80. Millionen Amerikaner sind evangelikale Christen. Also Menschen meinen, die meinen, die Erde sei in 7 Tagen entstanden und die Klimaerwärmung käme von den Schwulen. Und da sage ich, wir müssen auch den Amerikanern endlich die Aufklärung bringen. Und zwar in politisch inkorrektem Duktus, damit auch ein bisschen was vorangeht. Titel: Aufklärung ist der Ausgang des Burgerfressers aus einer selbstverschuldeten Hirnihaftigkeit. So sieht's doch aus. Der Atheismus, liebe Freunde, hat bislang keine Missionare hervorgebracht. Ich, Ansgar Müller-Reifenstein, bin der Erste. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass der Mensch nicht glauben soll. Im Gegenteil, ich bin dafür, dass alle glauben. Und zwar an ein Leben vor dem Tod. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bringen wir die Gottlosigkeit auch hier in Deutschland an die Menschen? 50 Millionen Gläubige von ihrem Wahn abzubringen, ist keine ganz einfache Aufgabe. Aber jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Wir müssen den Abfall vom Glauben einfach so attraktiv machen, dass denen überhaupt nichts anderes übrig bleibt. Und zwar, indem wir die Gegenpole von Religion stärken. Nämlich Gelassenheit und Lebensfreude. Deshalb, Dankeschön. Deshalb will ich euch unser neues Bob-Sicherheitskonzept vorstellen. Es heißt Gelassenheit 2020. Kurz G20. G20, liebe Freunde, besteht aus 2 zentralen Maßnahmen. Erstens, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Legalisierung von Cannabis. Die wird zu einem sprunghaften Anstieg der Gelassenheit in Deutschland führen. Und wer gelassen ist, der ist auch tolerant. Und wer tolerant ist, der hat mehr Sex. Und wer genug Sex hat, um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen, dem gehen auch 72 Jungfrauen am Arsch vorbei. Zweitens, wir haben genug Sicherheitskräfte, wir müssen sie nur aktivieren. Polizei und Bundeswehr, schön und gut. Aber ihr wisst alle, wir leben im Zeitalter des Amateurs. Also, Schützenvereine. Die sind auch mit Abstand am besten ausgerüstet und überall stationiert. Mein Ziel ist es, liebe Freunde, in den ersten 100 Tagen meiner Amtszeit die äußere Sicherheit in Deutschland komplett in die Hände der Schützenvereine zu legen. Damit könnte sich die Bundeswehr auch endlich ganz ihrer Aufgabe widmen, der Brauchtumspflege. Damit, liebe Bobberinnen und Bobber, haben wir ein Gesamtpaket, von dem ich, glaube ich, zu Recht sagen kann, die Zukunft ist eingetütet. Von Laugenstadt an der Gollach werden Rauchzeichen ausgehen. Ich danke euch. Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass es in China jemals Autos geben könnte. Geschweige denn Computer. Schon eine Schreibmaschine war mir unbegreiflich. Ja, ich hatte gehört, die haben über 100.000 Schriftzeichen. Und ich habe mich gefragt, wie riesig muss diese Tastatur sein? Dafür brauchen die Fahrräder, um von Taste zu Taste zu kommen. Die waren uns 50 Jahre hinterher, jetzt sind sie uns 20 voraus. Das heißt, sie haben in 40 Jahren 70 Jahre gut gemacht. Die Frage ist, sind sie so schnell geworden oder wir so langsam? Und die Antwort ist ja. Und warum? Weil sie in der Zukunft leben und wir in der Vergangenheit.
In China befeuern die Kommunisten den Neoliberalismus. Bei uns hadert die SPD mit Hartz IV. Die chinesische KP verschwendet keinen einzigen Gedanken mehr auf das Proletariat. Die SPD dagegen ist immer noch auf der Suche nach der Arbeiterklasse. In der Hoffnung, sie nicht zu finden. Die wissen überhaupt nicht mehr, wen sie noch vertreten. Karl Kraus würde über die heutige SPD sagen, es reicht nicht, kein Angebot zu haben, man muss auch unfähig sein, es zu verkaufen. Und zwar an eine Kundschaft, die es nicht mehr gibt. Und ausgerechnet die gewinnen jetzt die Wahl. Früher war die SPD die Partei der kleinen Leute, jetzt ist sie die des kleinsten Übels. Und was einmal... Und was einmal die Arbeiterklasse war, heißt jetzt Unterschicht. Und wir haben eine Dienstleistungsgesellschaft. So nennt man es, wenn alle etwas tun, aber keiner mehr was macht. Sogenannte Bullshit-Jobs. Im Callcenter zum Beispiel. Man verdient nichts und kriegt alles ab. Es wird oft gesagt, das sei moderne Sklavenarbeit. Ich weiß nicht, warum man die Sklaverei so denunziert. Sklaven haben in der Regel nur einen, von dem sie angebrüllt werden. Davon träumen Telefonisten. Und sie können sich mit anderen Sklaven unterhalten. Im Callcenter dagegen trägt jeder Kopfhörer. Die quasseln den ganzen Tag, aber kein Wort miteinander. Und da entsteht kein Spartakusaufstand. Gewerkschaften brauchen Redner und Betriebsräte Sprecher. Aber Callcenter-Angestellte wollen nur eins. Endlich den Mund halten. Stellen Sie sich das nur mal vor, nach 8 Stunden Geschrei am Telefon auch noch zur Verdi-Sitzung. Da bekämpft man den Tinnitus mit einem Hörsturz. Aber für die chinesische KP ist das das Ideal. Das ganze Land ein Callcenter. So gut wie jeder Chinese hängt ja schon am Smartphone. Da sagen die hiesigen Internet-Enthusiasten, das ist der erste Schritt zur Demokratie. Das mag sein. Immerhin sind Twitter und Facebook in China gesperrt. Da sind sie uns sogar einen Schritt voraus. Aber sie haben natürlich ihre eigenen Dienste. Knapp 1 Milliarde Chinesen nutzen WeChat. Das ist wie Twitter, Facebook, Instagram, Amazon, Lieferando, Kreditkarte, PlayStation und Stasi in einem. Dazu gibt es 500 Millionen Überwachungskameras und Oligarchen, die noch ordinärer sind als die russischen. In China wird 7-mal so viel Bordeaux verkauft, wie in Frankreich hergestellt. Gleichzeitig lässt Xi Jinping wieder Marx-Büsten aufstellen. China ist mindestens so widersprüchlich wie die USA. Und ausgerechnet das sind die beiden übrig gebliebenen Weltmächte. Das kapitalistischste Land der Erde und Amerika. China. China beliefert die ganze Welt mit Hochtechnologie. Die haben Labore, die 1000-mal steriler sind als ein OP. Dort werden Halbleiter hergestellt, auf denen ein Bakterium wirkt wie ein Blauwal. Trotzdem entstehen Infektionen, als wäre Somalia. Weil auf den Lebensmittelmärkten Zustände herrschen wie im 12. Jahrhundert. Das Exotischste, was man auf einem chinesischen Lebensmittelmarkt kriegen kann, ist Hygiene. Und der Staat kriegt das nicht in den Griff. Ich dachte immer, die seien führend bei Säuberungen. Aber Viren sind halt keine Uiguren. Und Lebensmittelkontrolleur ist in China auch kein allzu beliebter Beruf. Man holt sich ja da ganz leicht einen Schlangenbiss. Oder den von der Fledermaus, Katze, Eidechse, Flamingo. Wir nennen es Zoo, sie Eintopf. Eine 3000 Jahre alte Hochkultur und das orale Verhalten Dreijähriger. Die stecken einfach alles in den Mund. Aber der Kaiserpalast ist zu. Da ist jetzt ein Hundesalon drin. Ja, so ist das in veganen Zeiten. Vom Frittieren zum Frisieren. Und die Chinesen kommen zum Studieren. Viele sind wegen der Musik hier. Manche chinesische Eltern geben alles auf, damit der Nachwuchs lang wird. Man stelle sich das umgekehrt vor. Ich beende meine Kabarettkarriere, weil meine Tochter Guzheng-Spielerin werden soll. Ich verschulde mich, kaufe ihr diese chinesische Kastenzither beim besten Guzheng-Bauer von Oberammergau und wenn sie aufrecht sitzen kann, geht's los. Bing, 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 bing. 6 Stunden täglich.
Das machen wir 2 Wochen lang, dann beginnen die Nachbarn mit Kung Fu. Guter Freund von mir ist mit einer chinesischen Musikerin zusammen. Die beiden haben die weiteste Fernbeziehung, die ich kenne. Leipzig-Shanghai. Aber er kann einfach nicht aus seinem Job weg und sie ist beim Gewandhausorchester. Die sehen sich nur online. Ich bin ja immer wieder fasziniert, wenn Paare erzählen, sie hätten sich im Internet kennengelernt. Als wäre das ein Ort, an dem man sich zufällig trifft. Beim Surfen. Sie könnten auch sagen, wir haben uns beim Shoppen auf dem Weltmarkt getroffen. Dann haben wir zusammen einen Zeitfensterbummel gemacht und jetzt sind wir auf Cloud 7. Über Jahrhunderte wurden die Ehepartner von den Eltern ausgesucht. Dann hat man es eine Zeit lang selbst gemacht und jetzt tut es ein Algorithmus. Es geht ja auch gar nicht mehr anders. Parship hat angeblich 5 Millionen Mitglieder. Bis man die alle selbst durchgeschaut hat, ist man zeugungsunfähig. Und da ist zum Beispiel der achtsame Akademiker, 44, blond, schlank, reiselustig, Staffordshire-Liebhaber. Und dann geht die Software auf Brautschau. Und die sinnliche Verkäuferin, 39, brünett, Vollweib, kocht gerne auch mal auf Mallorca, fliegt raus. Obwohl sie wahrscheinlich genau die Richtige gewesen wäre für den blutleeren Professor. Staffordshire Terrier hin oder her, er muss gebürstet werden. Aber dafür ist die künstliche Intelligenz zu blöd. Klar, sie ist von Informatikern programmiert worden. Programmierer steuern das Geschlechtsleben, ein Bereich, in dem sich schon normale Menschen nicht auskennen. Blinde fahren Taube zum Konzert. Algorithmen helfen einem bei der Liebe, wie die Apothekenumschau bei einer Herz-OP. Spätestens im Bett zählt eh nur noch die Hardware. Aber dazu kommt es ja gar nicht mehr. Früher hatten Leute Sex, jetzt haben sie Gender. Wo man hinschaut, überall Geschlecht, aber kaum noch Verkehr. Die sogenannten Millennials, die unter 30-Jährigen, haben laut mehrerer Studien weniger Sex als jede Generation zuvor. Ich frage mich, wozu optimieren die eigentlich ihren Körper, wenn er gar nicht mehr zum Einsatz kommt? Jogging, Spinning, Peeling, Bleaching, Styling, Sugaring, Self-Tracking, Life-Logging, aber kein Fucking. Wie soll es auch dazu kommen? Die tragen ja auch den ganzen Tag Kopfhörer, aber freiwillig. Dazu hier der Mundschutz und vor den Augen das iPhone. Dagegen ist Autismus ein Swingerclub. Ja, und die paar Jungen, die noch Sex wollen, die kriegen ihn nicht mehr. Haben Sie schon mal von den Incels gehört? Das ist die englische Abkürzung für unfreiwilliges Zölibat. Die verbreiten im Internet Frauenhass, weil sie keiner abkriegen. Das ist eine völlig andere Generation. Bei uns hat sich Frauenhass ausgebildet, wenn man eine abgekriegt hat. Aber keiner von denen kommt noch auf die Idee, die Schuld bei sich selbst zu suchen. Wasch dich, kämm dich, nimm die Hand aus dem Schritt, dann klappt's auch mit den Weibern. Mir persönlich wäre ein unfreiwilliges Zölibat unendlich peinlich gewesen. Ich hätte das niemals öffentlich vor mir hergetragen und damit auch noch Verbündete gesucht. Wofür denn bitte? Für so eine Wichsergemeinschaft? Ich hatte in meinem Zivildienst eine, wie man so sagt, lebenslustige Seniorin, die aber leider ein bisschen gelähmt war. Deshalb musste ich sie an einem Abend ausziehen. Das ging auch gut, bis zu ihrem BH. Oder wie man damals noch sagte, Büstenhalter. Das war auch ein weitaus treffenderes Wort für das, was mich bei Frau Junginger erwartete. Ein lachsfarbenes Scheusal aus Brüsseler Handklöppelspitze im Stil des mittleren Rokoko, hergestellt von einer mittlerweile verbotenen Sattlerei aus der fränkischen Rhön, mit Häkchen und Ösen am Rücken, gleich Skilla und Charybdis, an denen jeder vorbei musste, der nach Arkadien wollte und an denen vermutlich mehr Geschlechtsakte gescheitert sind als an Impotenz. Zarathustra hätte gesagt, du gehst zu Weibern, vergiss die Schere nicht. Solche Bustiers gibt's gar nicht mehr. Harvey Weinstein wäre schwul geworden. Ich habe mit den Verschlüssen gekämpft wie die Alliierten. Mit dieser Ungeduld vor dem nahenden Sieg.
dazu die Körbchengröße. Also es war D-Day. Und ich habe genestelt und gezerrt und gezogen. Das Monster ging nicht auf. Und nach etwa einer Minute meiner Tarantella mit ihrem Brustpanzer ruft Frau Junginger plötzlich: Matthias, gell, du hast keine Freundin? Das war mir dermaßen unangenehm. Eine Frau, deren Menopause weiter zurückliegt als der Weltkrieg, lässt weniger anbrennen als ich. Ich musste mich da rauslavieren. Und es gab nur einen einzigen Weg. Eine Freundin, ach Gottchen, Frau Junginger, wo denken Sie hin? Beim Sex geht es heute immer um Einvernehmlichkeit. Der Garant dafür, dass er nicht zustande kommt. Das Schlimmste, was man vor dem ersten Kuss tun kann, ist, um Erlaubnis zu bitten. Die Frage lautet nicht, darf ich dich küssen, sondern kommst du noch auf einen Kaffee mit hoch? Aber das kann man heute nicht mehr fragen. Das weckt falsche Erwartungen. Und dann gibt es ein Riesentheater, wenn man oben keine Tässchen auspackt. Einer muss den ersten Schritt tun, aber keiner will mehr was riskieren. Männer haben Angst vor Frauen und Frauen auch. Am liebsten ist es ihnen, wenn sie alle nur noch Kaffee miteinander trinken. Deshalb auch die Ketten überall. Wenn sie mehr vögeln würden, gäbe es kein Starbucks. Aber selbst das Militär soll jetzt ein Safe Space sein. Als Ursula von der Leyen ihr Amt als Verteidigungsministerin abgegeben hat, war ihr Abschiedsgruß an die Truppe: Bleiben Sie behütet. Ich dachte, Soldaten sind behelmt. Ich kannte das Wort vorher nur aus einem einzigen Zusammenhang: behütete Kindheit. Aber die Bundeswehr ist eben kein Pflichtverein mehr. Sie steht im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern. Und wer Personal rekrutieren will, der muss auf die Work-Life-Balance achten. Bei Soldaten war es lange Zeit so, dass sie nach der Work kein Life mehr hatten. Seit Jahren wird sich über die Ausrüstung der Bundeswehr lustig gemacht. Aber glauben Sie wirklich, dass Deutschland, der viertgrößte Waffenexporteur überhaupt, Hersteller weltweit begehrter Produkte im Bereich der Fremdtötung und Ordensbeschaffung, dass ein Land, in dem der Heckler noch Koch ist, seit Jahren daran scheitert, die eigene Armee auszustatten? Was für ein Nonsens! Die Bundeswehr hat keine kaputten Waffen, sondern eine gesunde Unternehmenskultur. Und da gehört es einfach dazu, dass man an Geräten arbeitet, mit denen nichts passieren kann. Man nennt das Postheroismus. Keiner will mehr Held werden. Die Reiterstandbilder werden gestürzt und auf den Kriegerdenkmälern zerbröseln die Namen. Helden sitzen jetzt an der Supermarktkasse. Und wenn sie nach Hause gehen, werden sie von den Balkonen aus beklatscht. Das war sonst Siegesparaden vorbehalten. Damals kam man aus der Normandie, heute von Norma. Bald 4 Generationen haben keinen Krieg mehr miterlebt. Ich merke das ja schon an mir und meinen Altersgenossen. Zäh wie Flieder, hart wie Klappstuhl, flink wie Darmwinde. Wir verzweifeln zwischen beheizbaren Autositzen und den Hausaufgaben unserer Kinder. Das Härteste, womit wir jemals konfrontiert wurden, war ein Futon. Wir sind eigentlich gar keine Generation, sondern eher ein Püree. Noch im letzten Jahrhundert hieß die Reaktion auf alle Widrigkeiten nicht Burnout, wie bei uns, sondern Burndown. Das ist uns völlig fremd. Wir begeben uns nur noch in die Nähe des Todes, wenn es was zu erben gibt. Umso geiler sind jetzt einige darauf, Geschichte zu machen. Die können ja gar nicht genug kriegen von der Pandemie. Wir leben in historischen Zeiten. Den Satz habe ich mittlerweile öfter gelesen als die Uhrzeit. Historische Zeiten. Weil man zu Hause bleiben musste, die Hände waschen und den eigenen Atem inhalieren. Es ist kein Wunder, dass manche Ostdeutsche das nicht ganz ernst nehmen können. Denen ist 1989 ein ganzes System unter dem Hintern weggebrochen. Zusammen mit der Währung, dem Arbeitsplatz und dem sozialen Umfeld. Die wären damals gern daheim geblieben. Aber das Zuhause gab es nicht mehr. Aber ich bin auch grundsätzlich der Meinung, man tut Menschen keinen Gefallen, wenn man sie vor allem behütet. Wenn ich von meiner Kindheit erzähle, für Leute unter 30 klingt das, als käme ich aus dem Libanon. Dabei war es Franken.
Für die bin ich nicht aufgewachsen, ich habe überlebt. Allein meine kindliche Ernährung macht mich zum Veteranen. Jedes Mal, wenn ich mit meiner Mutter in der Metzgerei war, kam diese diabolisch lächelnde Fachverkäuferin: Magst du eine Scheible Gelbwurst? Dafür gäbe es heute eine Misshandlungsklage. Meine Mutter dagegen war heilfroh, dass es das gab. Die hat sich die Gelbwurst gegriffen, mich von der Brust genommen und dann war endlich mal Ruhe an den Nippeln. Abstillen, das gab es in Franken gar nicht. Das hieß bei uns Anwursten. Als ich dann laufen konnte, wurde ich zum Bier holen geschickt. Alleine. Angst vor Päderasten kannte man nicht. Man kannte nicht mal das Wort. Und in einem kleinen Dorf wusste sowieso jeder, wo die sind. Das Gebäude war angekreuzt. Und es war auch klar, dort sind sie gut versorgt. Später habe ich dann mit dem Fahrrad Bier geholt. Rechts das Bier, links die Gelbwurst. Ohne Helm. Es war immer eine ziemliche Herausforderung, weil man keine Hand frei hatte für die Zigarette. Danach kam das Mofa. Da haben wir dann einen Helm getragen, und zwar am Ellenbogen. Die Älteren werden sich erinnern, die Helmpflicht wurde 1976 eingeführt und das war eine weit verbreitete Interpretation davon. Die Polizei hat einen deshalb auch nicht aufgehalten, sondern weil das Mofa 110 fuhr. Ich weiß noch. Ich weiß noch, wie verstört ich war, als das mit den Fahrradhelmen anfing. Fahrradhelme waren für mich ein Kennzeichen der Tour de France. Und dann sehe ich plötzlich unter einem solchen Helm einen 130-Kilo-Mann im Poncho auf einem Klapprad. Ich habe mich gefragt, was ist das für ein Rennen? Und wozu braucht er einen Kopfschutz bei 6 km/h? Es ist wahrscheinlicher, dass er sich den Bauch aufschürft, weil er umfällt. Seit Corona gibt es ja in Deutschland immer mehr Fahrradfahrer. Vor allem natürlich auf E-Bikes. E-Bikes sind für das Radeln, was die Gehhilfe fürs Laufen. Viele, die damit unterwegs sind, wären sonst niemals auf einen Sattel gestiegen. Jetzt machen sie gleich mehrtägige Touren. Ausgerüstet wie Lance Armstrong. Das war schon bei normalen Fahrradfahrern kein schöner Anblick. Diese männliche Oberweite unter den Mikrofaserleibchen. Man nannte das mal Bierbusen. Das kann man im Zeitalter des Genderns natürlich nicht mehr sagen. Das wäre eine unzulässige Appropriation des weiblichen Phänotyps für ein Suchtmittel. Bierbusen heißt heute korrekt alkoholinduzierte Intersexualität. Und manche tragen zu all der Ausrüstung auch noch eine Pulsuhr. Auf einem E-Bike, wo sich der Herzschlag niemals ändert. Die können nach Alpe d'Huez hochstrampeln, die Pumpe bleibt bei 80. Und unter den Mikrofaserleibchen zerfließen langsam die Tattoos. Mit zunehmendem Alter verwandelt sich das Arschgeweih in arabische Schriftzeichen. Ja, ist. Es gibt ja da keine Langzeiterfahrungen. Früher waren Frauen einfach nicht tätowiert. Bis Anfang der 90er sah man tätowierte Frauen höchstens mal im Krimi, als Leiche. Und die Tattoos auch erst nachträglich aufgetragen von einem okkulten Lustmörder. Das erste Mal, dass ich eine tätowierte Frau gesehen habe, das war kurz nach der Wende. Ich habe das natürlich in Zusammenhang gebracht. Die muss aus dem Osten sein. Klar, sie war halt auch splitternackt. Das typische Ossi-Outfit bis heute. Ich lebe ja dort, die grillen ja sogar nackt. Also als Mann, da wäre mir zu viel Verwechslungsgefahr. Ich habe 10 Bratwürste gekauft, aber auf dem Grill liegen 11. Na, wir sind ja damals katholisch baden gegangen. Mit diesen Halbhosen, die Mädchen im Badeanzug hoch und tief geschlossen. Bikini, das war Hurenwäsche. Wenn sich einer von uns ausgezogen hätte, wäre sofort der Pfarrer gekommen. In dem Satz ist die Betonung wichtig.
Es ist mit Tätowierung. Es ist mit Tätowierungen wie mit arme Leute essen. Selbst das Wenige, was das Prekariat für sich hatte, wird ihm weggenommen. Jetzt frisst die Mittelschicht in ihren Szenelokalen Brotsuppe für 19 Euro. Dazu tragen sie Röcke aus der Kleidersammlung, haben ein Schmetterlingstattoo über dem Knöchel und fühlen sich abgefahren, wenn sie vor der Trinkhalle den Alkoholikern die Plätze wegnehmen. Apothekerstöchter, die Bier aus Dosen nippen. Ich war die Tage in einem Restaurant und die männliche Bedienung, Mitte 20, natürlich Vollbart, schlendert an meinen Tisch und sagt: Hi, was magst du denn? Ihnen fällt gar nichts mehr auf, oder? Ich bin 49 Jahre alt. Meine Haare sind grauer als ein Flüchtlingscontainer. Wenn ich mit meinen Kindern ins Schwimmbad gehe, heißt es beim Bezahlen immer: Wie alt sind denn die Enkel? Und ich bin auch nicht im Kopf jung geblieben. Wenn ich mir die 20- bis 30-Jährigen so anschaue, denke ich mir: Mein Gott, sind die weit weg von mir. Gut, das habe ich mit 20 auch schon gedacht. Und genau so ein schwindliger Postadoleszent fragt mich: Was magst du denn? Was ich mag? Was soll ich denn darauf antworten? Ich habe es ihm gesagt: Ich mag Völkermord und Analverkehr, aber deshalb bin ich nicht hier. Aber vor allem mag ich nicht von einem anorektischen Hipster mit Restakne, der sein Bestell-iPhone kaum noch halten kann, weil ihm der Club Mate-Tremor wieder jegliche Koordination aus den Händen epilepsiert, geduzt werden. Aber das war natürlich eine Mikroaggression. Ich ahne es schon, da werden sie dann bald vor den Bildschirmen wieder gleich eine Entrüstung posten. Ja, am Smartphone ist es eben auch leicht, moralisch zu sein. Ich kenne Shitstorms gegen mich, aber ich habe noch keinen einzigen Sittenwächter erlebt, der mir was ins Gesicht gesagt hätte. Die Moral steigt proportional zur Feigheit. Ich glaube nicht, dass ein Hell's Angel twittert, wenn ihm was nicht passt. Moralapostel war einmal ein Schimpfwort. Mittlerweile ist es eine Auszeichnung. Nicht mehr lange und es wird zur Mindestanforderung. Wenn man sich irgendwo bewirbt, muss man einen Moralnachweis beilegen. Bei mir ist schon der Name problematisch. Matthias. Hebräisch, aber ich bin Franke, das ist kulturelle Aneignung. Von Traiteur ganz zu schweigen. Abgeleitet von Französisch Traiteur, der Feinkosthändler. Was gleichbedeutend ist mit Gänsequäler. Mein Familienname verhöhnt das Leid von Millionen von Vögeln. Weiter geht's mit meinem Geschlecht. Mann, das ist schon fast nicht mehr gut zu machen. Aber dann auch noch heterosexuell. Spätestens da heißt es, also man kann es auch übertreiben. Dazu weiße Haut, bürgerliche Herkunft und Wurstesser. Also ich bin ein absolut verkommenes Subjekt. Und da habe ich noch kein Wort gesagt. Aber das ist etwas völlig Neues. Dass das moralische Verhalten überwacht wird. Jahrzehntelang ging es nur um Gesetzestreue. Moral war ein Hobby, meistens von Senioren mit einer Magenschwäche. Mittlerweile sind das die entspanntesten. Bei den 30ern dagegen lodert ein Furor wie in den 30ern. 40% der Millennials sind für eine Einschränkung der Redefreiheit zugunsten von Minderheiten. Wer eine Minderheit ist, legen natürlich auch sie fest. Und dann scherze ich mal wieder über Schwulenkneipen, dann bin ich dran. Dann twittern die Menschenfreunde: Der muss weg! Ich frage mich ja immer, wo dieses Weg eigentlich ist. In China gibt es Umerziehungslager und ein Punktesystem. Die Moral wird digital überwacht und bewertet. Und ich habe den Eindruck, davon träumen auch hier immer mehr. Und es wird eh kommen. Ein Drittel aller Deutschen lebt bereits in einem Smart Home, einem vernetzten Haushalt mit Sprachsteuerung. Nicht, dass das was allzu Neues wäre. Das gab es schon bei meinen Eltern in den 70ern. Mein Vater hat Bier in die Küche gebrüllt. Und wenn's geht, heute noch. 2 Minuten später stand ein Pilz vor ihm. Das kriegt Alexa bis jetzt nicht hin. Der Unterschied zu den 70ern ist, die Alexa hieß damals Mutti.
Und sie hat es auch nicht jedes Mal gespeichert, wenn Papa saufen wollte. Und schon gar nicht hat sie ihr Insiderwissen an einen Konzern weitergegeben oder ein Regime, sondern nur an die Nachbarinnen. Dort wurden die Trinkdaten meines Vaters ausgewertet und mit denen der anderen Ehemänner abgeglichen, in einem sogenannten Kränzchen-Algorithmus. Und wer den Versoffensten hatte, wurde bemitleidenswerter des Monats. Gab es eine Flasche Eierlikör. Wir hatten kein Smart Home, wir hatten eine Smart Mom. Die hat man gefragt, wenn man was nicht wusste. Damit war natürlich irgendwann Schluss. Spätestens mit 15 ist es ja das größte Tabu, seinen Eltern gegenüber noch irgendein Unwissen zuzugeben. Mutter, wo ist das Klopapier? Das hätte ich nie gefragt. Ich bin lieber mit verschissener Hose rumgerannt. Heute fragen Leute noch die peinlichste Kleinigkeit. Aber nicht Mutter oder Vater, sondern eine Maschine. Wenn die morgens entscheiden, wie warm sie sich anziehen, schauen sie nicht aus dem Fenster, sondern auf ein Display. Ich habe das selbst schon erlebt. Sag mal, es hat 7 Grad, wieso trägst du ein T-Shirt? Im Internet steht es in 18. Und warum zitterst du dann? Das bin ich, das Handy ist auf Vibration gestellt. Umgekehrt werden Leute auch immer mehr wie Kinder behandelt. In Medienkreisen gibt es derzeit die Diskussion, wen man in eine Talkshow einladen darf, ohne die Zuschauer geistig, moralisch zu korrumpieren. Das ist die Ausweitung des Jugendschutzes bis zum Lebensende. Das Stichwort lautet False Balance, fälschliches Gleichgewicht. Wenn man zum Beispiel zu einer Gesprächsrunde mit Christian Drosten einen Schamanen einlädt, False Balance, weil der Eindruck erweckt wird, beide seien auf dem gleichen fachlichen Niveau. Dabei hat Drosten überhaupt keine Ahnung von Geisterbeschwörung. Aber man sollte doch meinen, wenn ein Experte auf einen Scharlatan trifft, dass er den Scharlatan entlarvt, wenn der es nicht sogar selbst erledigt und dass erwachsene Menschen das mitbekommen. Weil wir dürfen ja auch alle wählen. Auf dem Wahlzettel standen diesmal 53 Parteien. Von denen haben mindestens 20 gehörig einen an der Murmel. Da waren ja Gruppierungen dabei, die Gartenpartei, die Hip-Hop-Partei, die menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller, die Pinken, die christlich-soziale Union. Also, wenn ich da frei entscheiden darf, dann werde ich wohl auch noch einen Talkshow-Gast verkraften, der gegen Corona Räucherstäbchen lutscht. Aber nein, die Zuschauer müssen an der Hand gefasst werden, auch wenn sie 49 Jahre alt sind. Ich bin gespannt, wann die erste App kommt, die Leuten sagt, dass sie aufs Klo müssen. Aber dann hoffentlich auf Österreichisch. Gescheißen! In China gibt es das wahrscheinlich schon. Wenn man unregelmäßig Stuhlgang hat, wird man verhaftet. Das entscheidet auch ein Algorithmus. In der Provinz Xinjiang können Überwachungskameras angeblich Uiguren erkennen. Und wenn die sich irgendwie auffällig verhalten, kommen sie ins Lager. Ohne Urteil, nur durch die Software. Na, das Land ist einfach ein Riesenvorbild für uns. Während Corona hat man es ja immer wieder gehört. Wir sind bei der Digitalisierung so zurück, wie die Chinesen das in den Griff gekriegt haben. Aber der Griff ist eben auch ein Schwitzkasten. Bei uns wird auch das Racial Profiling noch von Menschen erledigt. Bin letzte Woche mit dem Zug nach Hause gekommen. Am Bahnhof war wie immer viel Polizei. Und da habe ich es wieder gesehen. Und für diejenigen unter Ihnen, die Racial Profiling noch nicht kennen, darunter versteht man Polizeikontrollen aufgrund von ethnischen Kriterien. Also so eine Art Rassenbingo. Menschen werden nicht kontrolliert, weil sie mit einem Bombengürtel durch die Gegend laufen, sondern weil sie so aussehen, wie manche Polizisten sich einen Gürtelbomber vorstellen. Wie Aladdin. Und der wird dann gefilzt. Und dann stellt sich heraus, Aladdin heißt Klaus Dieter und betreibt in Krefeld einen Wunderlampenladen. Also ein Sonnenstudio. Und mir persönlich fällt es ehrlich gesagt ein bisschen schwer, mich über Racial Profiling aufzuregen. Nicht, weil ich es nicht verdammenswert fände, aber ich nehme gerne Drogen. Und seit es Rassenbingo gibt, was soll ich sagen?
Ich kann mit weiß gesprenkelter Nase den Rucksack voller Betäubungsmittel solche Augen ganz entspannt an der Polizei vorbeischlendern. Ich brauche im Bahnhof nur einem Afrikaner zu folgen, das ist wie eine Tarnkappe. Ich könnte auch nackt sein, mit einer Stange Dynamit, die mir vom Gemächt baumelt, und das Horst-Wessel-Lied singen. Die würden den kontrollieren. Viele wollen Rassismus sichtbar machen, mich macht er unsichtbar. Die Polizei dementiert das natürlich. Sind Sie ein Rassist? Das ist eine dieser Fragen, die niemand jemals bejahen würde. Davon gibt es ja einige. Haben Sie was getrunken, zum Beispiel? Oder können Sie Paket annehmen für Kumpfmüller? Führen Sie bei Ihrer Einreise in die USA Waffen mit? Bin ich dir zu dick? Oder erst letztes Jahr eingeführt und jetzt schon ein Klassiker, in der Bäckerei brauchen Sie den Beleg. Niemand will den. Wer da ja sagt, der sammelt auch seine Fußnägel und benutzt sie als Zahnstocher. Und genauso wenig geben Leute zu, dass sie Rassist sind. Im Gegenteil, die sagen immer, ich bin kein Rassist, aber. Das kann ich gut verstehen. Ich sage auch am liebsten, ich bin kein Raucher, wenn ich mir gerade eine anzünde. Beim Thema Rassismus gibt es ja grundsätzlich drei Gruppen. Die, die betroffen sind, die, die es betroffen macht, und Menschen wie George Floyd, das sind die, die es trifft. Und die ganz besonders Betroffenen haben nach dem Tod von Floyd gesagt, was wir jetzt tun müssen, ist vor allem zuhören. Also Psychotherapie für ein soziales Problem. Ich weiß nicht, man geht doch mit einer Hirnblutung auch nicht zum Psychologen. Ziel einer Psychotherapie ist nicht die Lösung eines Problems, sondern es zu akzeptieren. Bei einer Hirnblutung mutig. Sie müssen lernen, mit dem Aneurysma zu leben. Machen Sie etwas aus der Zeit, die Ihnen noch bleibt. Es dürften so 12 Minuten sein. Gleichzeitig wird immer wieder gesagt, dass man als Weißer das Leid der Schwarzen ja gar nicht nachvollziehen könne. Mit Verlaub, das ist der größte neoliberale Kokolores seit Gerhard Schröder. Wenn wir so anfangen, dann kann ich als Mann auch die Probleme einer Frau nicht nachempfinden. Als Deutscher die der Sudanesen und als Franke die der Oberbayern. Ich bin unfähig, mich in einen Schauspieler hineinzuversetzen. Ich werde nie wissen, warum man bei Laktose nicht toleranter sein kann. Und zwischen mir und einem Schiiten klafft ein Abgrund, der tiefer ist als der zwischen Heidi und Klum. Mir fehlt außerdem jede Augenhöhe mit Kleinwüchsigen. Ich kann nur ahnen, was kassidische Juden spüren, wenn sie einen deutschen Schlagersänger hören. Wahrscheinlich das gleiche wie ich, Harndrang. Den Sänger selbst will ich gar nicht erst begreifen und die Verständigung mit einer Protestantin ist für mich wie ein Gespräch mit Gott. Einbildung. Und so geht es immer weiter. Pflegefälle, Arbeitslose, Menschen mit Behinderung, Spielsüchtige, Stadtstreicher, Impotente, Polizisten. Dazwischen ist ein Komma. Jeder eine Minderheit für sich und keiner versteht den anderen. Was interessiert mich die alleinerziehende Mutter meiner Kinder? Ich kapiere sie eh nicht. Eine Welt direkt aus dem Masturbationskatalog der FDP. Mit 7,5 Milliarden Ich-AGs. Oder um es mit Margaret Thatcher zu formulieren, there's no such thing as society. Und da muss ich sagen, ich bin kein Rassist, aber ich glaube an eine Gesellschaft. Und ich bin kein Freund des Zuhörens. Sonst säße ich ja jetzt da. Fürs Zuhören haben wir Google, Facebook und die NSA. Es ist in der gesamten Weltgeschichte nicht so viel zugehört worden. Und kein Polizist braucht Ohren, um einen völlig durchgeknallten, zugedröhnten, nackten Kabarettisten zu sehen, der im Bahnhof einen Somalier stalkt. Hinschauen wollen genügt völlig. Aber der Afrikaner, den ich bei der Kontrolle am Bahnhof gesehen habe, der war fantastisch. Der Polizist wollte seinen Pass sehen und er schaut ihn an und sagt, wissen Sie eigentlich, was auf den Intensivstationen los ist? Dankeschön.